Erzengel Kamuel, der Engel der Liebe. Hallo ihr Lieben, wie kannst du dich mit diesem wunderbaren Engel verbinden? Was sind seine Qualitäten, seine Eigenschaften und für was steht dieser Engel Kamuel? Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Erzengel Kamuel. Es ist der Engel der Liebe. Kamuel verbindet alle Aspekte der Liebe in sich. Zum einen diesen mehr weiblichen Teil, der beschützend, zärtlich, umsorgend sein kann, die Liebe, und andererseits der etwas mehr männliche Teil, der sehr feurige, leidenschaftliche, kämpferische Aspekt, der ebenso zur Liebe dazugehört. All diese Facetten sind in der Liebe vorhanden. Und der Name von Erzengel Kamuel bedeutet, er, der Gott sieht oder er, der Gott sucht. Und im Grunde geht es um unsere Suche nach dieser bedingungslosen Liebe, nach diesem ganz Ankommen und ganz akzeptiert zu sein und geliebt zu sein, so wie wir sind, ohne dass wir uns verändern müssen, ohne Bedingungen, ohne dass wir erst etwas erfüllen müssen, um geliebt zu werden, sondern einfach so wie wir sind, zu lieben und zu leben. Und auch aus unserem Herzen heraus zu leben, das zu tun, was wir spüren, was uns wirklich entspricht, was uns Freude bereitet. Erzengel Kamuel steht für die Freude, für die Leidenschaft und das nach außen zu bringen und in uns natürlich als erstes entdecken, auf die Suche zu gehen, in uns auf die Suche zu gehen. Und wenn wir dann fündig geworden sind, dann diese Aspekte auch nach außen zu bringen. Und Erzengel Kamuel ist dem Herzen zugeordnet, dem Herzchakra. Und das Herz ist der Sitz der Liebe. Und es geht darum, das Herz wieder zu öffnen. Oft haben wir Angst, dort genau hinzuschauen, auch in unserem Herzen, denn dort liegen oft viele alte Ängste, oft liegt dort Traurigkeit und alter Schmerz. Und ja, und wir trauen uns nicht, sozusagen unser Herz ganz zu öffnen, um nicht in Kontakt zu kommen mit diesen alten Schmerzen, alten Ängsten und dieser Traurigkeit. Und da können wir Erzengel Kamuel bitten, uns zu helfen, alte Muster, alte Ängste, alte Schmerzen aufzulösen mit seiner Kraft, mit seiner Energie. Und er kann uns dabei ganz, ganz wundervoll helfen. Denn es geht darum, diese alten Themen nochmals alle im Detail anschauen zu müssen, sondern heute haben wir die Möglichkeit, uns mit den Engelenergien verbinden zu können, um diese alten Themen schneller auflösen zu können. Und Erzengel Kamuel können wir auch rufen, wenn es darum geht, um unsere Ängste für die globale Entwicklung der Erde, wenn wir dort ja, uns einfach diese Ängste in uns spüren, können wir uns mit Erzengel Kamuel verbinden und ihn bitten, uns zu helfen, diese Ängste zu nehmen. Zum anderen ist es der Finde-Engel. Das heißt, immer wenn wir etwas verloren haben, können wir Erzengel Kamuel bitten, dass er uns hilft bei der Suche. Das ist zum einen natürlich diese große Suche nach der Liebe, aber ebenso, wenn es um einen Partner geht oder um ganz banale Dinge wie einen Schlüsselbund oder wenn der Hund im Wald verloren geht, was bei uns ab und zu mal vorkommt. Wie können wir Erzengel Kamuel bitten und ihn rufen, dass er uns hilft, hier wieder das zu finden, was wir suchen? Und wie könnt ihr euch jetzt am besten mit Erzengel Kamuel verbinden? Am besten ist es, wenn ihr dafür ein
euch ein bisschen Zeit nimmt, wenn ihr in die Stille kommt. Ihr könnt dazu eine schöne Musik im Hintergrund leise laufen lassen, ein paar Blumen dazu hinstellen. Ihr könnt eine Kerze anzünden, das ist immer ganz, ganz wunderbar. Ihr könnt mit den Energiekerzen arbeiten. Hier gibt es die Kerze mit der Energie von Kamuel. Somit ist es ganz leicht, sich mit seiner Energie, mit seiner Schwingungsfrequenz in Verbindung zu setzen. Ich verlinke euch das gerne unten in der Infobox. Oder was auch ganz wunderbar sich eignet, um mit dem Engel sich zu verbinden, ist rauszugehen in die Natur. Ich habe auch ein Video gemacht über den Schutzengel und habe da ganz viele Möglichkeiten aufgeführt, wie ihr euch am besten mit der Engeln, mit den Engeln verbindet. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ich möchte noch eine ganz kleine Energieübung mit euch machen, um euch mit der Engelenergie zu verbinden. Und zwar haltet ihr dazu eure Hand vor euren Herzraum, vielleicht so im 30 cm Abstand. Und ihr schließt dazu die Augen und spürt in eure Hand, in eure Handfläche. In der Handfläche haben wir ganz viele Chakren. Und dann verbindet euch mit Erzengel Kamuel. Das geschieht einfach, indem ihr ihn ruft, ihn zu euch bittet. Denn die Engel, das sind Energien, die jederzeit, überall, sofort gerufen werden können. Und sie sind für uns da. Und dann lasst die Energie von Erzengel Kamuel in eure Hand fließen, in eure rechte Hand, die ihr vor dem Herzraum haltet. Und spürt diese Veränderung im Energiefeld, wenn der Engel in euer Energiefeld eintritt. Und dann lasst die Energie von Kamuel in euer Herz strömen, in den Herzraum. Lasst euch ganz durchtränken von seiner wunderbaren, wundervollen Energie. Und von der, jeder Engel hat eine bestimmte Farbfrequenz. Und bei Kamuel ist es die Farbe Rosa. Ihr könnt diese Farbe Rosa visualisieren, um euch herum, in euch ein Lichtfeld kreieren, in dem Erzengel Kamuel sich mit euch verbinden kann. Und so könnt ihr für einige Minuten in der Stille sitzen, verbunden mit dem Erzengel und euch ganz. Ja, ihr könnt mit Erzengel Kamuel reden, wenn ihr wollt, oder einfach in die Stille kommen und lauschen, ob er vielleicht eine Botschaft für euch hat. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Namaste.